Mein Name ist Angelika Thiel, ich bin von der Hochschuldidaktik und ich präsentiere hier heute leider alleine stellvertretend für meine beiden lieben Kolleginnen, Professor Dr. Ariane Willems und Katharina Treiling. Die sind beide vom empirischen Bildungsforschungslehrstuhl an der Uni Göttingen und befassen sich mit Schul- und Unterrichtsforschung. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob sie erst wechseln. Okay, es funktioniert. Bam. Alles klar, wir sind an der Uni Göttingen, wir arbeiten seit wirklich einigen Jahren zusammen und wir haben ein ganz tolles Projekt, sogar mehrere Flipped-Classroom-Projekte beziehungsweise ICM-Projekte im Bereich der Erziehungswissenschaften schon implementiert und auch begleitbeforscht. Und das, wo ich jetzt heute ein bisschen was zu erzählen möchte, das ist ein, wie wir finden, wirklich sehr wichtiges Thema, nämlich da geht es darum, dass die Unterrichtssituation, die wir ja in der Lehramtsausbildung an der Uni nicht ganz so häufig vorhaben, dass die halt thematisiert werden. Ja, also der Fokus darauf, Unterricht zu beobachten, zu analysieren, zu interpretieren und dann auch wirklich darauf eingehen zu können, was, wie ich als Lehrperson später in der Schule handeln kann, ist ein ganz elementares Feld. Und nicht nur per se, sondern vor allen Dingen halt auch, weil in Deutschland ja dieser Gap zwischen der Theorie im Studium und der Praxis im Referendariat halt irgendwo geschlossen werden muss. Deswegen geben auch die Ministerien vor, man soll halt schauen, wie Unterricht als Thema mit ins Studium reingezogen werden kann. Und das ist genau das, was die Uni Göttingen jetzt hier an der Stelle, wie wahrscheinlich auch alle lehramtsbezogenen Unis gemacht haben. Wir haben halt ein Modul entwickelt, das Modul 20 mit dem Fokus auf Unterrichten, wo nicht nur gute Merkmale des Unterrichts vorgestellt werden sollen. Und ihr seht da auch 6 Credits, das ist auch relativ groß in 2 Veranstaltungen. Und da soll es halt auch darum gehen, ganz gezielt halt Erfahrungen mit Unterrichtssituationen zu machen. Also Erfahrungen halt nicht selbst zu unterrichten, aber trotzdem Erfahrungen damit zu machen. Und man sieht hier schon, dass mit Videos gearbeitet werden kann, weil das eine Sache ist, die in diesem Bereich der Lehramtsausbildung ganz, ganz häufig und auch schon sehr stark beforscht genutzt wird. Also wenn ich hier von Videos spreche, dann spreche ich immer von diesen Unterrichtsvideos, die halt von einer Schulsituation aufgezeichnet werden und mit denen dann die Studierenden sich mental in solche Unterrichtssituationen hineindenken können. Das Ganze hat natürlich, wenn wir jetzt mit einer Präsenz, mit der klassischen traditionellen Präsenzsituation im Studium arbeiten, so ein bisschen die Hürde, dass wo können da die Studis halt immer wieder das Individuelle schärfen. Ja, die können ja nicht jeder sagen, ich möchte dahin spulen, ich möchte dahin spulen und spring nochmal dahin. Also sprich, da haben wir so ein bisschen die Hürde, Unterrichtsvideosequenzen angucken, super, aber das Individuelle ist dann möglicherweise das, was zu kurz kommt. Und was aber auch zu kurz kommen kann, wenn man alles gemeinsam in Präsenz macht, dass die Vielfalt der Perspektiven, ja, unsere Leute kommen mit so unterschiedlichen Einstellungen und Erfahrungen aus der Schule, aus dem Studium rein, die nehmen auch unterschiedliche Sachen in so einem Video wahr. Eine totale Chance und die kommt in Präsenz zu kurz. Was hat man gemacht? Surprise, surprise. Es ist natürlich ein ICM daraus entstanden, sonst wäre ich jetzt hier heute auch nicht da. Und ich bin schneller als die Folien, ist ja unglaublich, wer hätte das gedacht? Das ICM, das wir gemacht haben, das ist schon in 2018 entstanden und wird halt seit 2019 auch mit einer Kontrollgruppe begleitbeforscht, wo wir halt gesagt haben, wir lagern genau diese Arbeit mit den Videos aus. Unsere Studierenden kriegen natürlich auch Inputs, die aufgezeichnet sind von der Lehrperson. Sie haben auch Selbstassessments. Sie haben in Lernmodulen verschiedene Aufgaben, mit denen sie halt sich diesen Unterrichtsvideos annähern können und können so halt ganz vielschichtig sich vorbereiten. Auch zwischendrin mit Wissenstest halt gucken, was habe ich da jetzt eigentlich wahrgenommen, will ich lieber nochmal reingehen. Und haben insofern durch dieses ICM in dem Kontext ermöglicht, dass wir halt eine vielschichtige Vorbereitung für unsere Studierenden erzeugt haben. Und aber auch, wenn sie dann in den Präsenzsitzungen zusammenkommen, dass dann halt viel gezielter auf die verschiedenen Wahrnehmungen, auf die verschiedenen Sachen, die man herausgefunden hat, eingegangen werden kann. Ja, also die Kollaboration wurde wirklich sehr toll gestärkt. Und das ist etwas, was wir halt versucht haben, auch in der Begleitforschung mit abzufassen. Und das heißt, wir haben uns natürlich angeguckt, was ist eigentlich auf den verschiedenen Materialien mit denen auf der Lernplattform passiert, wo wir halt auf der einen Seite natürlich auch Wissenstests reingestellt haben, aber auch ganz unterschiedliche Arten von Feedback eingebaut haben. Wir haben natürlich auch geguckt, wie wurden diese Videos halt genutzt. Also man hat ja auch einfach den Link, man sieht hier rechter Hand zur Plattform mit der Uni in Münster, wo verschiedene Unterrichtsvideos vorhanden sind. Also wie sind die Studis damit umgegangen? Und das war unser
Forschungsfokus, also vielmehr noch der von den lieben Kolleginnen vom Lehrstuhl, dass sie uns angucken wollten, inwiefern verändert sich eigentlich die subjektive Kompetenzwahrnehmung der Studierenden von der Kontrollgruppe im Vergleich zu dem, wie sie im ICM sich diesen Themen annähern konnten. Wir haben natürlich auch die ICM-spezifischen Faktoren uns ein bisschen genauer angeschaut, aber das war der eigentliche Fokus. Und man muss sich das so vorstellen, bei P1 und P3 sind so Prä- und Post-Tests gemacht worden, die halt diese subjektive Kompetenzentwicklung sich angeschaut haben zu dem Bereich professionelle Unterrichtswahrnehmung. Und an P2 zwischendrin haben wir nochmal geschaut mit einem kurzen Fragebogen, was diese typischen ICM-spezifischen didaktischen Merkmale sind. Also hast du das Gefühl, dass du hier anders kollaborativ arbeiten kannst? So, okay. Und dann kam Corona. Zack, waren wir zu Hause. Wir konnten plötzlich nicht mehr das umsetzen, was wir eigentlich wollten, was sich so schön eingegroovt hatte. Wir wollten aber trotzdem das Prinzip, was wir da jetzt halt seit 2 Jahren umgesetzt hatten, weiter fortführen und haben natürlich von da aus dann ein komplettes eICM, also ein wirklich komplett im virtuellen Setting angesiedeltes ICM entwickelt, wo die Leute halt mehr oder weniger einen Dreischritt hatten. Auf der einen Seite halt diese individuelle Vorbereitungsphase, dann auch individuell natürlich angeleitet, halt so eine kollaborative Phase zum Austauschen. Und dann gab es noch eine kurze Phase des sich miteinander Austauschens und Treffens synchron mit der Dozentin. Aber das heißt, das Kollaborative, was eigentlich auch in der Präsenzphase stattgefunden hat, wurde ausgelagert. Und was ist passiert? Was haben wir gesehen? Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Das ist Freedom auf den Kopf gestellt. Denn die Freiheit, die durch dieses zusätzliche organisiert euch das Kollaborative selbst, also seid ihr selbst in diesen Lerngruppen unterwegs und gestaltet euch das so, wie ihr es braucht, hätte ganz, ganz toll in so einen positiven Effekt gehen können, in noch ein stärkeres Vertiefen. Und das ist das, was sich in den ersten Daten gezeigt hat, ist nicht stattgefunden. Vielmehr, und das ist ein Bild vom Göttinger Karzer, das ist das ehemalige Studiengefängnis an der Uni Göttingen. Wer es besuchen will, ist offen. Also zum Reingucken. Ne? Und wir hatten natürlich das Gefühl, okay, es war Corona, es ist Corona und die Leute waren halt durch soziale Distanz nochmal ganz anders eingeschränkt. Und das hat sicherlich Einfluss auf die Daten gehabt. Aber das, was wir hier als Gedanke, als Impuls aus dieser ersten Begleitforschung rausgezogen haben, ist, und das wollen wir so gerne mit euch hier weiter besprechen, wie kann dieser Freiraum, die Kollaboration noch intensiver selbst zu gestalten, wie kann das didaktisch angeleitet werden, dass das halt vorgeschaltet vor die Präsenz noch besser stattfinden kann. Ja, also wir haben wirklich ein gut gewachsenes ICM-Projekt, wo wir auch wirklich gesehen haben, das funktioniert selbst in unterschiedlichen Konstellationen, aber wodurch genau diese Sicherheit geben, dass das Kollaborative selbst organisiert passieren kann. Und damit wollten wir mit euch in die Diskussion starten. Das ist so unsere Perspektive, an der wir jetzt arbeiten. Und damit wäre ich jetzt auch durch. Ganz lieben Dank fürs Zuhören.